Ich weiß auch gerade gar nicht, gegen wen sie verloren hatten. Aber soll uns jetzt erstmal egal sein. Wir sind live in der Knife, somit auch viel Spaß bei Nip gegen Annexus. Oben nicht verwenden lassen. In der Starlet, da werden sie noch unter Overrated Individuals geführt. Aber wie ihr sicherlich mitbekommen habt, sind die Briten vor einer Woche oder so, oder vor ein paar Tagen, ich glaube eine Woche oder so ist her, sind sie Annexus beigetreten. Und spielen Futtern. Unter der deutschen Organisation. Jetzt hat ihr Schiss. Steht sich hier noch zwei Terrors gegenüber. Ich rechne immer noch damit, dass einer hinter ihm ist. So, mal schauen, ob er das Duell gewinnen kann. Ja, kann er nicht. Denke mal, die Briten werden hier die CT-Seite wählen. Das ist auch der Fall. So. NL Second. Ach, muss wahrscheinlich noch die Pistole durchgehen, oder was? Ja, vielleicht könnt ihr mal fix in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, wer hier gewinnt. Ich habe auch übrigens noch drei Premium Keys, ihr seht ja Premium Keys, da die Saison jetzt aber schon vorbei ist. Und ich somit keine Spiele mehr übertrage, haue ich die Keys dann glaube ich einfach mal alle auf Facebook raus. Die sind auch nicht mehr so lange gültig bis 15. glaube ich noch. Also nach dem Match dann. Einfach mal alle, für die, die Interesse haben, auf meine Facebook-Seite vorbeischauen, da poste ich die dann. Ich glaube, drei Stück sind noch. Ja. Oh, jetzt auch die Briten ready. So, live, live, live. Forrest kauft da nochmal nach. Oder hat komplett vergessen zu kaufen. So, ich spiele die Briten. Unten zu zweit über Schacht. Oh, Nip instant Halle gerusht. Ist hier eine Gegend gleich Spot Mix fällt. Mal schauen, was die Schachtspieler ausrichten können. Boah, kassiert auch direkt. Aber auch kein gleichzeitiger Go da erfolgt. Auch Geflechtwesen, krass. Es wird super schwer hier den Retake zu fahren. Meines Flächen dann Spot für Rattlesnake, für Weaver. Einen machen. Rattlesnake auch noch ein Headshot und jetzt gegen drei noch. Ja, kann er nicht mehr viel ausrichten. Pistol geht so mit einem Nip. Schade, dass es da nicht geklappt hat. Aber keine Chance einfach für Annexus. Ich glaube, Nuke ist sogar auch einer deren besten Maps. Headshot. Zwei Blocken nach Rampe, eine kleine Falle. Boah. Instant Head. Ein Exist gegeben. Auch Doppel Max 7 an der Rampe. Gute Idee. Boah, auf dem ersten. Boah, nice Round von Weber. Schön dabei gemacht. Schöne Idee auch. So, Halle ist glaube ich schon drin. Und Weber schiebt nochmal über Schacht. Piabine. Decoy leider nur. Hä, Moment, da ist eine Flash. Das war noch die
voll. Da gab es einen Anzeigebug. Overlay. Ist leider beide gefallen da. Schade, aber eine sehr schöne Eco. Genauso was will ich auch sehen in Ecos. Dass man da mal ein bisschen auf Shotgun geht. Ein bisschen was riskiert. Ich meine, man hat nicht umsonst die SMGs, die Shotguns, um da wirklich Taktiken aufzuziehen. Hätte auch was geklappt. Also der Retake gar nicht so unwahrscheinlich. So, aber 2-0 Nip. Und so zweit über außen auf. So dritt sogar. PRB übrigens der einzige Nicht-Brite im Team. Einige sollten ihn vielleicht noch aus seinen 6 Zeiten kennen. Den Norweger war da eigentlich immer oben mit dabei in Norwegen. So, Faust war heute schon im Training richtig krass. Nip hat er ja wieder eine Trainingssession gestreamt, finde ich ganz nett übrigens. Und hat er auch schon gut ausgeteilt. Also der Junge ist auf jeden Fall heiß, oder? So, das erwartungsgemäße 3-0 für Nip. Equipment bei Nexus. Rattlesnake keine AWP. Auch so das erste Spiel, glaube ich, was ich so richtig von ihnen caste. Wobei nicht, ich glaube, es waren schon ein paar Matches, aber jetzt natürlich nochmal unter besonderer Beobachtung, nachdem sie jetzt wirklich eine Organisation haben, wirklich ein potenzielles Top-Team auch sind. So, Unrush aufgehalten von Release. Ah, schön, die können die Frags ziehen. Guter Handelblock. Lang ziemlich Smoke. Der Vater. Alle schon Halle. Oh, und die Bombe connectet sich gerade Rampe. Wer aber noch genügend HP? Also ich bin da unten auf Retake. Fiflanic schiebt jetzt auch noch zu ihm mit. So, fraglich, was Weber macht. Zieht er direkt rum unten, wenn gelegt wird? Oder wartet er wirklich auf seine Mate? Er spottet jetzt einen, hat schönes Timing, macht Getrad auch noch low, beide mit 12 HP. So, beide angesagt, sehr schön gespielt von Weber. Boah, die HE finde ich da leider Release. Aber das muss er nächstes machen. Sehr schön. So, meine Flash auf Spot. PRB muss da Gas geben. Nice. Schön aufgepasst von Weber. 3-1. Schöne Runde von den Briten. Ah, danke. Also gegen Maus hatten sie schon mal gespielt, da hat der Maus gewonnen. Oder? Nee, wollen wir mal. Nee, ich glaube, da hat er auch Anexis gewonnen. Anderes. Direkt Rampe. Oh, Weber. Ersten gemacht. Gegenflash vom Mate. Sehr schön. PRB ist da. Ah, netter Headshot. Release pusht dafür manchmal viel zu schnell hinterher. Exist bekommt da 2 relativ leichte Frags. Gute Nate aber nochmal von Overrated. Sie laufen ja auch echt unter dem Overrated Tag nochmal auf. Verstehe ich zwar nicht ganz, aber gut. Schon irgendwie seine Gründe haben. So, ein Bombe liegt gut davon an der Stopbox. Sollten nur nicht viele begehen, sie da Nip abzugeben.
Susi ist bekannt. Der mir hilft. Ich würde es echt nochmal zum 1-on-1. PRB gegen Getroid. 1-6 gegen 1-6. Dafür, dass es so eine gute Ausgangslage war. Dreht nimmt das nochmal richtig krass. 50 Sekunden noch. Der weiß, wo er ist. Die Nate. Oh, die tat weh. Och, Getroid setzt den Headshot. Alter. Was eine Runde von Nip noch. Aber ich verstehe nicht ganz, warum sie da nicht... Also Webber hätte halt viel mehr Hilfe gebraucht. Aber das Problem ist, sie hat noch nicht wirklich Granaten. Waren da vielleicht ein bisschen zu ängstlich. Ich meine, es waren ja wirklich alle im Schlauch. Die sind dann halt auch irgendwie einzeln da weggestorben. Noch gegen 4. Die Waffe kommt halt auch nicht. Von daher. Easy Round für Nip. 5-1. So, jetzt vielleicht direkt eine Arme, wer weiß. Krass. Nächstes ist gar nicht so viel Geld. Sparen tatsächlich nochmal. Spricht auch eher dafür, vielleicht doch auf AWP zu gehen. Mal gucken, nächste Runde. Direkte Nade von Getroid auch zum Main hat ein bisschen Damage gemacht. Ich denke, Nip rechnet hier nicht damit, dass er nächstes nochmal eine Eco hat. Gut, mit den paar Schüssen und so ein bisschen selbstverständlich gehört haben. Krasser Schuss von Freeback. Sehr ekelhafte Posi da auch. Boah. Sehr ekelhafte Posi ist da. Auf der Stopbox immer. Ja, sieht er nur den Kopf. Normalerweise fängt der T dann meistens instant. Schön noch ausgemoved. 6-1 die Führung. Jetzt auf geht's. Wir wollten eigentlich ein spannendes Spiel sehen. So, Rattlesnake hat wirklich die AWP. Mal schauen, was sie damit macht. Sieht sogar so aus, als ob er Rampe geht. Oder vielleicht Halle, wer weiß. Legt direkt an. Schießt leider. Ist kein Go. Ach, schön da am Schlitz geaimt. First Track gezogen. Außen wurde auch ein bisschen was angesagt. Rattlesnake übernimmt auch außen so halb. Zusammen mit PRB haben wir auch noch die Kontrolle, dass da keiner Abgang ist. Also relativ gute Ausgangslage. Ja, wobei, da gab es wahrscheinlich so Zeitfenster, wo einer durch sein hätte können. Deswegen steht der Release unten im Abgang. Der pusht da her. PRB kann sich nachher schon von oben. Noch Forest macht er einfach 2 Kills. Release eigentlich noch die entscheidendste Pose jetzt. Oh, Webber auch noch unten. Wenn Release da kurz ablenkt, könnten sie ja wirklich unten gut aufhalten. So, sie warten noch auf den letzten Mann. Tür ist auf, Smoke kommt. Release deckt noch die Schachtel. Nimmt das Nacht. Ah, schade, er kriegt keinen zweiten Release noch. Gut aufgepasst, Rattlesnake auch da. 1-on-2 für Getroid. Und Rattlesnake mit seinem dritten. Also die AWP von ihm sehr gut ausgezahlt, die Runde.
Nip hat natürlich jetzt auch Kenntnis darüber. Schauen, wie sie darauf reagieren. Vielleicht nochmal den schnellen Hallo Rush. Main angelegt. Und Snake ist jetzt aber außen. Wird er wahrscheinlich. Oh, schöner Schuss. Wird er wahrscheinlich auch jede Runde am Anfang irgendwo anders sein, was es für Nip natürlich sehr schwer macht, irgendwie das zu predikten. Silber ist nicht allein. PRB jetzt hinter ihm. Er wird immer noch ein Frag gefallen. Schöne Flash. Oh, Silber da direkt drauf. Kommt an die AK. So, Catra ist unten. Oh, Catra kriegt noch einen. So, wenn jetzt die Rampe aber steht. Oh, steht sie nicht. Beide im Schacht. Nip könnte sogar hochgehen. Oh, krasser Schuss. So, Nip weiß, wo beide sind. Wir haben sogar einen HP-Nachteil. Boah, 2 HP und 16 HP. Was? Die Nate saß nicht? Oh, schade, wenn Rudy die Tür aufmachen würde. Oh, jetzt ist Posi bekannt. Ah, geh mal Fenster. Oh, er weiß leider nicht, dass beide am Spot sind. Er weiß es nur von einem. So, bangt den einen. Oh, er hat die Steps gehört. Schön, er weiß, wo er ist. Oh, aber Catry, der hat eben schon so ein krasses 1-on-1 geholt. Er hat einen Kit. Da muss der eigentlich auf Frack gehen. Verstehe nicht, warum er da unten noch ist. Ja, das dauert so lange. Warum geht der nicht auf Frack? Jetzt versucht es halt echt mit durchziehen. Aber das ist komplett der falsche Weg. Ich meine, Catry ist low. Das müssen sie doch wissen. Ach Gott. Das war echt nicht gut gespielt von Luis, fand ich. Wobei er sich nicht hundertprozentig sicher schien, wo er war. Eigentlich hat er noch einen Step gehört. Er muss da eigentlich wissen, dass er eine Rampe oben ist. Und dann muss er halt hin. Und er muss ihm dann halt einen Hit noch geben. Mit dem Kit kann er das auf jeden Fall. Da kann er so auch noch ein bisschen langsamer angehen, ein bisschen kontrollierter dann rumgehen und sowas. Da hat er nicht so ganz den Druck. Ah, das war echt seltsam. Und auch ein bisschen unnötig vielleicht. Und damit Anexis Ego gezwängt. Friedberg, schöne Abgammelpose am Minicat. Nip schon unten eingenommen. Und räume einfach nochmal auf. Hier, wie macht da einen? Dann doch eine ganz solide Eco. Nip gewinnt aber jetzt schon mindestens schon mal die Halbzeit. Schon als erste gekauft. Der Rest hat gar nicht so viel Geld, aber sie wollen hier unten. Weiter defensiv, es gibt nichts. Flan außen schon ein Nate gefangen von dem einen Spieler. Also, die Runde fängt ganz gut an. Ticket steht. Rampe wird weiterhin. Da wird nicht zu weit gedeckt von Weber. Allein PRB unten. Vielleicht ist gerade über Dach, aber ist nur ein. Boah, da gibt es einen Boost zum Cat hoch. Und Rattlesnake kraft zu spät. Beziehungsweise am Ende dann doch noch Kraft, aber die Pose nicht direkt gefunden, wo er hinzielen muss. Wurde auf 11 HP runtergeschossen. Vielleicht ein bisschen glücklich hier für Anexis. Er steht direkt neben ihm. Oh Mann. Wie gut das ist. Wir kontakten aber Rampe. Boah, what? Oh, sie die. Oh, er macht ihn leider nicht. So, schiebt eine Pin. Sie haben eigentlich keine Zeit mehr unter Cat zu gehen. Na, er hat gute Chancen hier. Weber. Kassiert instant von Pfefflan. Muss er vielleicht doch eher rausziehen.
irgendwie jetzt einfach nur den Bombenleger holen vielleicht. Oh, schaffen es leider nicht, da irgendwie noch nennenswerte Cracks zu ziehen. MX aimt dann nicht mehr vor. 9:2 Führung für Nip. Das ja, ist leider nichts. Bis man hier zum Nip-Bezwinger wird. Dauert zwar noch ein ganzes Stück. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, sie sind noch nicht richtig im Training, sind dann noch gehindert durch Uni-Verpflichtungen von Rattlesnake. Werden jetzt, glaube ich, demnächst erst ihr Training aufnehmen, werden da gut durchsuchten für die Copenhagen Games. Das wird man dann sehen, wie gut das Team wirklich ist. Ob sie ihre Leistung von der Dreamhack damals wiederholen können. Oder war es Dreamhack? Müsste Dreamhack gewesen sein. Wo sie zwei richtig knappe Spiele gegen Nip abgeliefert haben. Und das glaube ich auch nicht mal mit Training oder so. Und war glaube ich ein leicht anderes Line-Up. Und ob der Kern war der gleiche. Auch endlich mal was Aggressiveres in der Rampe. Oh, wird abgelenkt. Friberg aimt halt schon gut vor, aber Pierby auch. Fast drauf. Und jetzt kommst du mal, wer sind Gegner zuerst? Pierby war der Glückliche. Die Gegenrichtung direkt von Release. Auslassduell verliert es leider, aber macht sehr viel Damage. Aber übernimmt dann nochmal den Schlauch, arbeitet er wieder mit der Smoke. Zieht jetzt auch weg. Rattlesnake könnte da wieder Catch schieben. Dies kann jetzt den Go ansagen. Oh, Iamschen wurde nicht gesehen. Dafür sieht er ein, gibt Headshot, Tür wieder zugemacht. Und Schacht ist auch bekannt. Passiert jetzt auch vom Schacht. Schön gewartet von dem Mage-Spieler. Oh, Pierby finde ich dafür Flan noch, der vorher schon low war. Schießt ihn da ins Bein. Und wieder ist es Get Right in einer One-on-X-Situation. Deadliner. Oh, Alba macht's gut. Oh, wird jetzt implant. Wartet noch auf seinen Mate. Licht einmal ab. Getroid nicht blind. Er weiß, dass einer Vorraum ist. Hört jetzt auch den Catch-Spieler. Und Weber macht ihn direkt. Schöner Retake. Das war mal gut runtergespielt von den Briten. Auch ein schöner First Track in der Rampe im Schlauch. Beide gutes Pre-Aim bewiesen eigentlich. Vielleicht schützt er noch um 5-10. Dann mit Pistol kann man sich sogar wieder rankämpfen. Aber sollte man hier die zweite Pistol dann noch verlieren, dann sieht es wirklich dunkeldüster aus. Schöner Nate-Gag im Spielwerk. Dreimal ein Aufbau über außen. MX ist es derjenige. Perfekt. Diesmal blockt man Main gar nicht. Ja, wie nur ganz defensiv, dass da keiner unter Cat kommt und Rattlesnake am Abgang. So, hat jetzt Timing. Oh, jetzt trägt den Headshot. Sehr stark, kann gegenflächen. Oh, gibt noch einen zweiten. Schön. Oh, und gibt noch Headshot. Krasse Einzelaktion von Rattlesnake. Sehr, sehr, sehr starkes Aiming. So, und der Mix nimmt es am Klo. Oh, gut. Oh, so richtig Fokus hatte er da nicht drauf. War einfach nur gute Reaktion. Die Runde müssen sie beenden hier. Schön. North Forest. Aber der Junge ist richtig krass heute. Auch wenn das sich jetzt nicht unbedingt im Scoreboard widerspiegelt. Wichtig hier wirklich jetzt mit allen zu überleben. Tun sie auch. Können Rattlesnake easy legen. PRB zum Beispiel. Können nochmal wirklich alles hier ausgeben.
alles mögliche an Equipment kaufen. Vielleicht sogar überlegen sie jetzt in den Molly zu investieren. Wird ja gerne gemacht bei Teams, die, also bei Cities, die viel Geld haben dann gegen Ende hin. Direkt. Nicht. Ist auch so, dass er direkt Abgang geschickt wird. Nächstes Mal muss Tür reingepusht. Wegbekommen. Also Weber macht da fast immer dasselbe. Und Friebeck. Sehr schön, also da merkt man, die Spieler denken mit, merken sich da die Sachen. Oh, Snake. Oh, das ist bitter. Das ist so bitter. Aber dadurch kann man vielleicht sagen, dass Nip nicht runtergehen will. Wenn da wirklich einer noch dort T-Rot war und der einer vom Abgang wieder hochkommt. Release kann noch gegen Main stehen. Velber pusht schön über Vorraum. Runde gar nicht so schlecht. Sieht gar nicht so schlecht aus für Overrated. Du musst da sitzen! Alter PRB! Ah, der ging irgendwie nicht rein. So, wurden die Steps schon gehört? Ah ja, die wurden schon gehört. Und Forest fällt nicht runter. Es war bewusst. Verstehe ich zwar nicht ganz. Und er verliert. Und Weber gegen Friberg. Weg schön Pommes reingepusht. Reload nochmal. Boah, wie. Ah, sie sich da beieinander stehen. Er hat einen Kit, der könnte sogar durchziehen. Oh, er zieht durch, er zieht durch, er zieht durch. Schön. Das ist die angesprochene fünfte Runde. Und jetzt mit Pistol. Dann die Anti-Ecos gut runterspielen. Dann wäre man hier auf 8 Runden ran. Und dann könnte das noch ein klasse, knappes Match werden. Aber abwarten. Nach einem Spot geht es hier weiter mit der zweiten Hälfte. Overrated Individuals gegen Nip. Wollt Alex es nicht gewinnen? Auf den Copenhagen Games, ja. Ist leckt es bei euch? Nein, nö, nö, nein. Geht's heute Schnieke? Nie. Der einzige Stream, der heute nicht leckt. Na, das ist ja sehr schön. Freut mich, dass es heute hier keine Lecks gibt. Und scheinbar ist heute der einzige Stream, in der leckfrei läuft. Läuft. Nettes Deutsch. So, Abfahrt. Schneller Rampe-Rush. Das wird jetzt sich direkt runter. Die Rush nach der Cat sind da in einem geschlossenen. Der hat Probleme. Gegen die Glocks sehr schön rumgezogen. Und Forest pusht einfach Cat hoch. Boah, wie gut er da einfach schießt. Unterzahl sogar für Overrated. Oh, und Forest im Reload. Den müssen sie da finishen. Oh, sie waren selbst im Reload. Alter. Forest einfach mit 4K. Was eine was eine schnelle Runde, ey. Rampe Rush unter Cat. Und dann kommt auf einmal verrückter Forest Leiter hoch und mäht da alle um. Sehr unerwartet, aber ist auch im Gang. Schade, damit wirklich das eingetreten, was ich mir nicht erhofft hatte. Der Nächste wird es jetzt sehr schwer haben, hier noch zurück ins Spiel zu finden. Starke Bison. Ah, aber ein paar Fracks. Ja, ein Frack gefallen. Exist. Kassiert den Headshot. Aber Nip ist da meistens abgeklärt. Und Forest noch mit einem Headshot. 12 zu 5. Jetzt vielleicht sogar eine Überlegung, wer zu kaufen.
um direkt Nip hier broke zu machen. Aber man spielt auf Nummer sicher. Plan. Naschen empfängt sie damit offenen Armen. Oder mit offenem Mündungsfeuer. Übrigens die Goat Vorlex hier schon arg ekelhaft. Irgendwas bringt. So, holen wir auf. Der dritte fühlt außen. Gar nicht, einer ist Abgang unten. Denk auch zu zweit Rampe. Also sehr bedachter Aufbau von den Briten. Get right wieder. Ah, ne, schiebt gar nicht hoch. Also hier wird's, kommt sehr spät zum ersten glücklichen Kontakt. Sieht doch nicht so aus, als ob sie, runtergehen. Jetzt ist der Cat. Scheint sich gerade nicht so wirklich sicher zu sein. Ich sind jetzt doch Treppen. Ah, sehr komisch. Die brauchen da irgendwie auch viel zu lange. Haben jetzt erst noch 30 Sekunden. Sind noch nicht mal irgendwie ansatzweise auf dem Spot. Wollen jetzt nicht ernsthaft noch boosten. Hier bei 20 Sekunden. Also, gucken die überhaupt auf die Uhr? 90 Sekunden. So, jetzt glaube ich, habe ich es mal gecheckt. Drücken da alle Wege, Gas. PRB macht den Main Track 8 Sekunden. Er muss der Instant legen. Hallo. Oder buggt die Zeit bei mir? 3 Sekunden. Da einfach ab. Also, nur habe ich selten gesehen. Dass da wirklich komplett die Zeit quasi außer Acht gelassen wurde. Ah, da merkt man natürlich, dass das Training fehlt. Die letzten Absprachen da, wo man dann letztendlich hingeht, hat man gut gesehen, wie da irgendwie zwei Abgang waren, zwei nach Main, also hier Garage. War ja selbst verwirrt, wo es hingeht. Es sah nämlich eher so aus, als ob man Abgang nur abdeckt und dann halt unter Cat geht. Was, denke ich, auch mal die bessere Entscheidung gewesen wäre. Na gut, jede Entscheidung wäre, glaube ich, besser gewesen, weil es einfach eine Entscheidung war. Oder wäre und nicht einfach defensiv warten. Schöne Trollung. Oh, netter Fake. Nice. Schön geschossen von PRB. Sogar die Überzahl rausgespielt. So, dass er sich jetzt gut deckt. Schöner Headshot. Rattlesnake fällt mir echt gut. Auch vorhin die krasse Runde hat mich beeindruckt. Tja, und da ist es noch ein Exist. Gegen 4. Wird auch safen. Bei Bedarf noch ein paar Waffen ziehen. Nippe nächste Runde auf jeden Fall kaufen können. Eigentlich gar nicht. Es ist schon wichtig, dass Exist hier durchkommt mit der Waffe. Freeberg bräuchte auf jeden Fall. Der Rest hat aber locker Geld. Forrest müsste dann 4-4-8 haben. Sehen. Ja, 4-8, 1-4 dazu bekommen.
Axt ist auch die Waffe direkt gelegt. Somit Nip nochmal vollständig ausgerüstet. Sollten sie die jetzt verlieren, dann heißt es aber auf jeden Fall Eco. Wobei das bei Nip ja immer so eine Sache ist. Boah. Es war klar, dass es getrennt ist. In der Garage am Todi. Oh ne. Ich sage, mir gefällt die Garage auch echt gut. Gibt es ganz, ganz viele Abfuck-Posis. Richtig, richtig viel Arbeit. Aber eine perfekte Spielwiese für Get Right. Sie auch Beweis stellt, zwei Packs gemacht. Rampe durch. Boah. Webber rastet nochmal aus. Schöne Respekt-Gelme hat sogar HP-Vorteil. Get Right Low, Freeback Low. Jetzt vielleicht mal. Man hat diesmal auch Zeit zurückzugehen. Was man noch tut. Schöne Ansage. Aber Exist. Boah, Webber mit seinem dritten Headshot diese Runde. So, wo ist der andere? Und der Cat. Take, wo ist der Refrag? Hier habe ich mir noch schön abgesetzt, dann am Ende den Frag gesetzt. Schöne zweite Runde, 7 zu 14. Und jetzt, wie gesagt, die Eco bei Nip. Und dann kommt man tatsächlich nochmal so ganz, ganz langsam. Nähert man sich hier dem zweistelligen Rundenbereich. Wäre auch schon die Nate gefangen. Also die Mate. Die Nate in die Main. Ist auch so ein kleiner Standard-Move geworden. Also einzelsgemäß sind die echt gut, muss man sagen. Und das nach so wenigen Stunden. Hans Release MX vielleicht so die. Die ein bisschen abfallen heute. Spiegelt sich auch ein bisschen im Score wieder, aber die anderen drei, die sind schon ganz gut unterwegs. Allen voran Rattlesnake, Webber macht gute Shots. Klavi hat er eben auch seine Momente. Boah! Und Freeberg auch seine Momente. Dass es noch zwei sind. Er kriegt hier echt drei Leute. Das ist das, was ich sagte. Bei Nip ist es eigentlich scheißegal, ob sie eine Eco haben. Release ging, Rattlesnake, kassiert von Forest. Oh, krass, krass, krass. Was für Heads da oben im Leiterraum, im Aquarium. Ah, da war es das wohl mit der Hoffnung, irgendwie noch im zweistelligen Bereich zu landen. Nip hat schon mal das Draw. Reden aber immerhin Geld. Schönes Movement. Get Right wieder in der Garage. Wer auch sonst. Sehe ich auch bei keinem anderen Team eigentlich so weit, dass da über Garage gespielt wird. Zumindest ist es eigentlich immer nur Get Right, der das so spielt. So, arbeitet gut mit der Smoke. Hört auch die Steps. Kann die Smoke noch nutzen. Oh, Smoke gesehen. Man verschießt und wird von der Seite geholt. Sehr schön. Jetzt der Wolf und der Cat. Rampe auch vorgegangen. Oh, wer war kassiert da leider? Jetzt der Cat Boost. Da hätte man vielleicht noch Rampe. Was machen die denn da? Ah, gut Tilt schon, oder was? Bei dem Blow hätte Webber dann wahrscheinlich trotzdem noch warten müssen. Aber der Go war wahrscheinlich angesagt und dann wieder Chaos drin. Dann wird man Cat boosten und dann ist denn auch der Knoten, der Faden geplatzt, die Ader, ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall eine relativ okaye Leistung von den Briten, von Anexis.
Haben gute Runden gespielt, eins ist gemäßig. Auf jeden Fall können sie mithalten. Wenn es jetzt noch mit dem Teamplay passt, mit den Taktiken, dann sehe ich auf jeden Fall gut Chancen hier relativ weit oben mitzuspielen.